Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Wie ihr seht, die Pilze haben sich jetzt richtig schön entwickelt. Ich war jetzt auch da knapp 3 Tage nicht zu Hause. Das heißt, da konnte ich gar nicht beobachten, wie die weiteren Stufen sind. Aber jetzt sind wir am Punkt, wo die Erntezeit beginnt. Und woran man das erkennt, erkläre ich euch jetzt. Was wir benötigen zum Ernten ist natürlich ein Teller, wo wir da was sauber draufstellen können. Ich nutze das jetzt einfach hier auf den Töpfen. Was man auch sehen kann, ist hier die Sporenbildung. Die sind nicht so schlimm, die kann man einfach abwischen. Und deswegen, wir gehen jetzt erstmal an den Pilz, der richtig schnell unterwegs war. Das ist jetzt hier der Rosen-Seitling. Hat sich jetzt nicht komplett ausgefärbt, wie man das, sage ich mal, sich gewünscht hätte. Da hätte er mehr Licht gebraucht. Man sieht, hier unten ist er ein bisschen gelblicher, aber man sieht, er ist noch weich und zart. Und das Ganze erntet man, indem man das hier unten einfach abdreht oder abreißt. Hier nochmal abdrehen, abreißen. Und abdrehen ist aus dem Grund eigentlich ganz gut, weil dann bekommt man das meiste hier aus dem alten Substrat heraus. Und das sollte man dann auch schaffen, denn wenn man den jetzt geerntet hat, steckt man ihn wieder über Nacht in Wasser und dann am nächsten Tag stellt man ihn wieder auf und dann kann er sich wieder weiterentwickeln. Das gleiche machen wir mit dem Zitronenseitling auch. Man sieht, er hat sich auch schon sehr gut entwickelt. Hier hängen noch überall die Sporen. Das heißt, auch diesen dreht man einfach nur ab oder biegt und wiegt ihn hin und her. Genau. Dann sieht man, da ist schon noch das alte Myzel und dann legt man das Ganze nachts über Nacht wieder in Wasser und dann ist das Ganze wieder aktiviert. Haben wir hier schon mal den Zitronenseitling. Bei dem, wo ich gemeint habe, dass er am stärksten wächst, der hat sich dann doch wieder ein bisschen zurückentwickelt. Vielleicht lag es daran einfach, dass zu wenig Luftfeuchtigkeit oder zu wenig Wasser in der Packung war. Wobei hier steht noch ein bisschen Wasser drin. Das heißt, eigentlich kann es am Wasser nicht gelegen haben, aber er ist schon ein bisschen älter, sieht man an den braunen Rändern. Bei dem kann man es allerdings jetzt ganz gut sehen, dass man ihn herausdrehen kann oder sollte. Und dann legt man das Ganze auch wieder über Nacht in Wasser und dann sollte er wieder austreiben. Das ist der nächste Pilz. Und der letzte folgt zugleich. Hier haben wir den grauen Austernpilz. Der hat sich ganz gut gemacht. Den könnte man jetzt theoretisch noch ein bisschen stehen lassen, weil er hier noch viele junge Pilze hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ziemlich... eine ziemlich feste Konstruktion, aber hier muss man richtig drehen, dass man ihn rausbekommt. Kommt ein bisschen Substrat mit, aber das ist nicht so schlimm. Ja, und dann wäre dieses Päckchen an sich auch wieder bereit zum Weiterwachsen. Das ist ein schöner Pilz, also kann man so nichts sagen. Schön gewachsen. Und hier sieht man überall die Sporen. Ja, das ist die ganze Ernte. Die packe ich jetzt dann erstmal in den Froster, weil ich momentan gerade keine Zeit habe zum Kochen. Und im Froster halten sie dann natürlich auch einige Tage länger. Ich habe ja eingangs gesagt, stopp, woran man das erkennt, dass sie erntebereit sind. Sobald die Ränder anfangen, sich so zu wellen oder einzureißen, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Pilze erntereif sind. Hier, bei dem hier kann man das ganz gut sehen. Die Ränder sind gewellt bzw. eingerissen. Dann ist er erntereif. Bei dem hier hätte man auch ein bisschen warten können. Der wäre auch noch deutlich größer geworden. Aber ich habe das jetzt gemacht. Und ihr seht, so eine schöne Ernte. Würde ich sagen, das ist doch super. Wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Ansonsten Kanal abonnieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.